Leute, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Und wir werden heute ein paar Spieler aus dem Funtainment nach ihrer Meinung fragen. Yes. Wir haben einen Alex, auch ein Anwerber auf im Team Bubble Team. Alex, was hältst du? Heute ist es Sneak, ne? Ja. Wir sind hier im FT. Was hältst du von dem Mindset? Von dem Mindset? Ja. Erstmal, wie heißt das Mindset? Ja, das Mensch of Chaos. Okay. Was hältst du davon? Also an sich finde ich das Set eigentlich sehr schlecht, weil da sind jetzt keine Karten drin, die jetzt, also ich finde, die Karten an sich, die da drin sind, sind gar nicht so gut, ja, sondern nur in Kombination. Zum Beispiel die Magic Spectre. Zurzeit sind die jetzt nicht so krass, ja, sondern erst in Verbindung mit den Magicians, die noch bald rauskommen. Ja, aber das ist ja ein langer Sinn des Deck gewesen. Oder ist ein langer Sinn? Ja, aber deswegen, das Set an sich ist gar nicht so gut. Ja, und auch dass da keine guten Karten drin sind, oder? Und auch die Cosmo-Karten. Okay. Okay, die Cosmo-Karten sind schon gut, aber halt eben in Verbindung mit dem Deck, ja, weil eben Themendeck basiert und allein, das Display alleine jetzt würde sich vielleicht lohnen wegen den Cosmo-Karten. Ja, Magic Spectre würde ich jetzt sagen eher nicht so. Von dem Preis her werden die auch mal wahrscheinlich sinken. Deswegen fände ich das eher ein schlechteres Set. Aber also für mich, ich freue mich halt, dass meine Cosmo-Karten da drin sind, aber an sich ist das Set eher schlecht. Ja, interessante Karten aus dem Set für dich. Also Grand Horn finde ich interessant. Ja. Das ist halt das, das ist halt das neue Black Horn, das kann auch in Pendels eingesetzt werden, in Pendels sammeln. Das finde ich halt gut. Auch dass sie den Gegner halt, dass sie Phasenwechsel zwingt. Finde ich halt schon gut. Mhm. Deswegen die Karte hat schon Potenzial für dich. Mhm. Und sonst für mich interessant sind halt nur die Cosmo-Karten noch. Und zum Beispiel Support für zum Beispiel Ignites, dass da die Karte drin ist, findest du nicht gut. Oder der Scarlight Archfiend Dragon findest du auch nicht gut. Doch, der Scarlight, glaube ich, kann ich eingang, den finde ich echt gut. Mhm. Könnte man eigentlich überall gut, wenn man noch abkommt. Aber die Ignites-Karten finde ich gar nicht gut. Auch nicht die Secret Spell, die rauskommen? Nein, nicht mal die zum Rennen. Okay. Alles klar. Vielen Dank für deine Meinung. Jetzt haben wir den Dennis hier. Dennis, grüß dich. Was hältst du vom neuen Set? Ja, ich finde das neue Set schon stark, also supportet vor allem jetzt die anderen Decks. Weil man hat gemerkt, Konami will jetzt wieder Set Rotation machen. Das heißt, die anderen Decks gehen jetzt weg, die neuen Decks kommen jetzt, Magic Spectre, Cosmo sowieso. Ja, also in Zukunft finde ich Magic Spectre sehr stark, wegen Magicians, aber jetzt bin ich noch nicht ganz so stark. Okay. Aber wie gesagt, das neue Set finde ich gut. Hat ein paar sehr starke Karten. Mhm. Zum Beispiel? Dark Destroyer sowieso. Mhm. Strawman. Ja, Neutral Trap wäre jetzt nicht ganz so schlecht gewesen für Neckhorts, aber ja, wegen der neuen Bandits kann man das ja vergessen. Okay. Aber ansonsten, von dem Magic Spectre her gibt es ja nur zwei Karten, die wirklich was gehen, nämlich der Raccoon und die Tornado Trap. Tornado Trap ist welche? Die Ultra, die halt banished. Das ist die Konterfalle, oder? Nee, die andere. Okay. Die andere. Ja, und ja, dann würde ich sagen, kann man schon was machen. Okay. Und ja, wie immer gibt es halt so andere Karten, die halt nicht ganz so gut sind. Das Support ist schon gut von Cosmo. Mhm. Aber mehr ist auch nicht wirklich drin. Okay. Servus Jungs, wir haben den Fokan hier. Grüß dich. Wir quatschen jetzt ein bisschen über das neue Set, was rausgekommen ist. Erzähl mal. Wie findest du das Set? Was ist gut, was ist schlecht? Ja, das Set ist schlecht. Ich finde es nicht so gut. Okay. Weil es wurde Pendulum-Wechsel gestärkt. Und ja, Magic Spectre, aber ich finde Magic Spectre nicht so gut wegen Pendulum. Die Pendulum Magicians kommen erst Dezember. Und das neue Set dann, ja? Und das neue Set. Und ja, ich finde es allgemein nicht so gut, weil wegen die Decks nicht so supportet wurde, sogar ein Deck supportet. Und Gradle. Aber ich finde Gradle nicht so gut. Das stimmt aber nicht. Ja, und der Red Scarlet Archie. Der wird sehr gut, den extra. Den finde ich geil. Also Cosmo, sprich Cosmo wurde gut und auch supported. Ja. Findest du das gut? Ja. Ja? Ja, schon. Es ist zwar richtig broken geworden, aber. Was hältst du zum Beispiel jetzt von Ignite?
Können die mithalten? Ja, weil die, halt die aber die haben, können. Ja, aber die haben ein bisschen auch bisschen Support bekommen, neue Monster, eine Spellkarte, diese zwei Spellkarten, man weiß nicht, ob man die spielt. Ich finde dieses Secret Spell, die eins vom Deck auf den Friedhof legt, dann hat sie das ein Pendulum-Monster mit demselben Namen. Ja, finde ich schon sehr gut, weil du dein Deck dadurch aufnimmst, indem man sagt, mehr Speed drinnen. Und du kannst halt mehr Vierer rausstellen und dann auf diesen Rongonmiat zum Beispiel gehen. Okay. Und das finde ich halt richtig gut. Und Rongonmiat mit 5 Materialien ist halt echt schön. Das stimmt. Sonst irgendwas aus dem Set? Ignite Reload. Das finde ich auch gut. Ich finde es auch gut, dass Ultra Rares. Gut, aber die spielt man wahrscheinlich eh nur einmal. Oder? Ich glaube, die spielt sie nur Magic Spectre. Okay. Um deine tote Hand wieder reinzumischen und dann da zu ziehen und deine Hand wieder aufzumischen. Okay. Ja. Vielen Dank. Servus Jungs, wir haben den Hero hier. Wir haben im FD München. Heute Sneak. Hello, du spielst heute mit, oder? Ja, ich spiele heute mit. Sehr schön. Wie findest du das neue Set? Was hast du gezogen? Also, was würdest du brauchen vom neuen Set? Also brauchen würde ich natürlich das Blacking Monster. Okay, welches meinst du? Das Synchro-Monster. Ja. Sehr wichtig für mich. Der Zerstörereffekt hat, der ist schon ziemlich gut. Ja, okay. Ansonsten, was ich brauchen würde, ist eigentlich nichts mehr sonst vom Set. Vielleicht die Mirror Force, muss ich mir noch überlegen, wie gut sie kommt. Welche Karten findest du gut? Oder was ist so jetzt so? Also sehr gut für mich, also für das Handeldecks, die Feuerritter nachladen, glaube ich. Ich glaube schon Feuerritter nachladen. Ja, Ignite Reload. Ja. Genau, die finde ich echt gut. Also die P von 20 für die Handeldecks. Die Mirror Force könnte auch ziemlich gut werden. Man weiß noch, ich weiß noch nicht, ich muss mal alles probieren. Ja. Bis jetzt hat auch noch keiner was über die Mirror Force gesagt. Dieses Synchro-Monster, das ist auch eine Überlegung wert, ob man die spielen sollte. Der Achter, oder? Genau, der Achter. Ja, den sollte man schon spielen. Also der ist auch 3000 ATK. 3000 ATK und einen sehr krassen Effekt, ja. Auf den würdest du ja auch eine aufmachen. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn spielen soll, weil ich habe sehr wenig Platz und rechts. Das müsste man Platz haben für dich. Ja, müssen wir mal schauen. Sonst, ja, ist ja gibt's ein neues Deck ist gekommen, ein Magic Spectre. Was hältst du davon? Ja? Okay, gegen Kosmos ist jetzt klar, schlechtes Matchup, aber an sich sonst ist das Deck echt gut. Mhm. Also ich habe, also mein Deck, ich ziehe zu viele Probleme. Weil der keine Targets, das ist schon ziemlich gut. Jede Karte, die können jede Karte suchen, also ich finde das Deck echt zu gut. Findest du gut, oder? Okay. Kosmos Support ist auch. Kosmos ist okay. Es ist jetzt Meta offiziell, kann man so sagen. Ja. Ich finde es gut, das Support, aber ich finde es jetzt nicht unfair. Also es ist schon okay. Es ist schon krass, so ist es nicht, aber ich finde da ist es nicht wie zum Beispiel weiß noch früher die alten Dexter wissen, die Dragon Ruler, so krass finde ich jetzt nicht. Okay, ja. Es ist okay, weil für Meta ist es okay. Sonst? Sonst irgendwas aus dem Set, wo man sagt, das könnte man gebrauchen oder so? Da ist so eine interessante Karte, so eine Kammer ist das, Shotgun, ich weiß nicht, so ein Psy-Monster. Die oberste Karte. Die ist auf Frankenstein. Genau, dieser Frankenstein. Finde ich ein interessanter Effekt. Muss man mal schauen, in welchen Decks man das spielen kann. Okay. Aber ich finde ihn ziemlich interessant. Okay. Mhm. Sehr schön. Ja, sonst habe ich eigentlich nichts mehr zu dem Set zu sagen. Danke dir. Servus Jungs, hey. FD München, heute Sneak. Anton ist da. Anton, du spielst bei der Sneak heute mit, oder? Ja, ich spiele heute bei der Sneak. Was hältst du vom neuen Set? Also ich finde, es sind nur interessante Sachen dabei. Ja, zum Beispiel? Zum Beispiel, ich finde die Graulians nicht cool. Ja. Weil so ein Deck hat es ja noch nicht gegeben, dass du diese Mechanik nutzt. Von den Match-Effekten damit ich nicht so begeistert, weil ich denke, dass das Deck, also ich bin für Zombies, weil das ist schon klar. Und Cosmo finde ich auch ganz lustig. Lustig? Ja, echt schön. Interessant, aber diese Durchziehung gefällt mir. Wir sind ja nur bei zwei Mann. Ich bin nur bei zwei Monstern, das ist ein bisschen gestanden. Ja, okay. Ja, bei anderen Folgen ist das eine DVD-Karte, die ich so bekomme. Ja. Ja, ich finde eigentlich ganz sexy. Meinst du, das kann was, das Deck, oder? Es ist ein interessantes Tier-2. Tier-2? Okay. Und sonst so, was für Karten noch so interessant in dem neuen Set, was man so brauchen könnte, was man so spielen könnte? Dieses Filmmonster. Der Achter, der Skala der Achter, oder? Ja, der ist ja. Und wenn wir sogar, wir haben das stärkste Synchro-Spieler. Finde ich
Der Ansage. Sonst irgendwas so kammenmäßig oder irgendwas? Brenne der Höhlenplatz. Ja? Leicht mal die. Mit schlechten Mörder. Ja, aber meinst du, dass die Mirror Force ersetzen wird? Die neue? Im nächsten Booster. Da kommt ein bisschen vergraden. Die. Okay. Ja. Danke. Servus, wir haben jetzt den Julius hier. Jetzt quatschen wir mal über das neue Set. Julius, was hältst du davon? Ja, nicht viel. Also, ist nicht wirklich was Krasses drin, muss ich sagen. Okay. Magic Spectre scheint ein bisschen okay zu sein, aber wenn du halt schaust, was im Januar alles rauskommt, ist das alles nicht mehr. Okay. Ja, aber sonst so Cosmo. Cosmo ist ganz gut. Cosmo scheint jetzt auch echt stark zu werden, jetzt auf die Bandlist. Muss man schauen, wie das da bringt. Okay. Sonst irgendwelche interessanten Karten, die du findest, so, die man in den Deck spielen kann? Ja, ich finde diesen neuen Kaiju sofort gar nicht schlecht. Okay. Der eine Kerl, der negated und banished. Ja. Muss man mal schauen. Okay. Nee, sonst finde ich, ist das Set echt unnötig. Ja. Man wartet quasi auf Januar, bis dann hier. Dann die richtigen. Okay. Alles klar. Danke.